Gesundheitsminister Jens Spahn hat im Bundestag zur Gemeinsamkeit bei den Impfungen gegen das Coronavirus aufgerufen. Kein Land, keine Partei, keine Regierung kann allein dieses Virus besiegen. Es geht nur gemeinsam. Dies könne auch nur gelingen, wenn über das Jahr hinweg die allermeisten Bürger bereit seien, sich impfen zu lassen. Diese größte Impfaktion unserer Geschichte ist eine Gemeinschaftsaufgabe. Spahn bekannte sich zudem erneut klar zum gemeinsamen europäischen Vorgehen bei der Impfstoffbeschaffung. Die deutsche Wirtschaft braucht offene Binnengrenzen und den freien Güterverkehr. Es ist eine Frage der ökonomischen Vernunft, dass wir nicht einzelne Nationen, sondern ganz Europa impfen. Erst so kommen wir wirtschaftlich wieder auf die Beine. Die Corona-Impfungen in Deutschland hatten vor gut 2 Wochen begonnen. Zuletzt war auch vom Koalitionspartner SPD Kritik an zu geringen Impfstoffbestellungen laut geworden. Vor Ort gibt es teils Ärger wegen der Organisation von Impfterminen.